So, Arbeit ist aufgetaucht, um das Eisberganwesen zu verteidigen, und zwar ganz schön viele. So, Missionsbeginn, bricht in das Eisberganwesen ein. Ruffin soll rücken auf das Eisberganwesen vor. So, und da geht es jetzt eigentlich darum, hier die Kontrolle über die Front des Eisberganwesens zu erlangen. Aber das Eisberganwesen ist sicher das da oben in der Mitte. Hm? Mal gucken, Armee-Infos, Territorium, vor dem Eisberg... Ah ne, das steht vor dem Eisberganwesen, das ist ja dann das. Achso, das sind Galera-Quartiere Nord und Süd. Ja, dann sollte ich das einfach mal einnehmen, oder wie? Dauert eh nicht mehr lang. So, das war's. Torwache steht hier Wache. So, Verstärkung der Arbeiter ist wieder mal aufgetaucht. Alter, soll ich das nochmal einnehmen? Der Namenschopper umrundet das Anwesen, rücken von hinten vor. So, Nami hat Blitz über das gesamte Schlachtfeld geschickt. Ja, vor dem Eisberganwesen ist verschwunden. Wieso ist doch noch da? So, Nami hat zum Hintereingang gereicht. So, Nami hat die Tore aufgeschlossen. Schlacht an den Vordertoren des Eisberganwesens spitzt sich zu. So, Bote ist auf dem Schlachtfeld aufgetaucht, Fiesmann. Und er ruft auf die Galera-Quartiere vor, um Verstärken zu rufen. Mann, wo komme ich da jetzt hin? So, besiege den Boten. Ja, super, das geht ja gar nicht, ist jetzt zu. So, Arbeit ist wieder aufgetaucht. Ey, sag mal, wollen die mich verarschen? Ich komme doch hier gar nicht weiter. So, damit wieder Tore aufgeschlossen. Ihr wollt euch doch komplett verarschen. Wie oft soll ich das hier eigentlich noch einnehmen? So, Bote hat die Rückseite erreicht. Ja super, ich komme jetzt zu diesem Penner gar nicht hin. So, damit die Tore wieder mal zum Hintereingang erreicht. Und die Tore aufgeschlossen. So, Torwache steht mal wieder Wache. Da ist ja der Bote. Ja, wie oft muss ich eigentlich hier dieses komische Ding da noch einnehmen? Das ist ja voll krass. So, das habe ich jetzt mal eingenommen. Und ihr geht mal sterben. Ich sagte, ihr geht alle sterben, verdammt! So, das sollen wir jetzt mal einer erklären, wie man das hier machen soll. Das steht doch bitte. Erlange Kontrolle über die Front des Eisberganwesens. Ja, aber wie oft soll ich das bitte machen? Das Fragezeichen ist immer noch eingeblendet. Ich will dieses Schatzereignis haben, verdammt. Also mache ich sie mit Kizuna Rush Power. Oh,
Okay, also das ist jetzt schon echt nicht mehr witzig. Wie oft soll ich das hier eigentlich einnehmen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das gar nicht aufhört. Dass ich vorher doch was anderes machen muss. Das scheint hier echt nicht zu funktionieren. Das war auch total doof. Alter, die werden jetzt sowas von fertig gemacht. Absolut keine Chance. So, Bootentnahme im vorigen gesichtet. So, Boote rückt mal wieder vor, um hier Verstärkung anzufragen. So, besiege Boote schnell und halt die Verstärkung auf. Dann auch noch voll umständlich. Mit Umwegen. Also hier schon wieder. Schon wieder die Arbeiter aufgetaucht. Ja, das gibt's doch nicht. So, jetzt gibt's auf die Fresse hier. Zack, Boom, Bam, Bam. So, warum zur Hölle hat Ruffy jetzt... Ja, ich stehe kurz zum Rückzug, weil die mich komplett verarschen. So, gerade noch gerettet. Ich glaube, ich muss immer noch diese scheiß Torwache besiegen, der geht mir echt auf den Sack. Ja, hier, solange, ich glaube, solange der Depp da steht, wird das überhaupt nichts. Aber da oben ist ja auch zu. Hier. Da komme ich ja auch nicht rein. Die wollten mich doch alle verarschen. Ja, was will das Spiel schon wieder von mir, Leute? Was will es von mir? Ja, hier ist der Bote, so. Nehme ich ihm die Galeere Quartiere Nord ein. So, Galeere Quartiere Nord ist auch verschwunden. Hast du das jetzt endlich mal? Irgendwie, ich weiß auch nicht. Wie tut sich... Nicht so viel. Ah, jetzt rückt Nami hier endlich mal wieder vor mit Chopper. So, verpisst euch, lasst es vorbei. Nami Swan! Ja, ich weiß, dass die Torwache dort steht. Ja, seht ihr, uns schon wieder tauchen die Arbeit auf. Mann, Nami, jetzt beeil dich mal, beweg deinen sexy Arsch. Mach doch mal hinne. Ich muss da rein. Das ist ein echt dämliches Schatzereignis irgendwie, weil es einfach nicht ausgelöst wird, weil da ständig neue Typen nachkommen. Naja, Nami Swan! Nami Swan sollte sich mal beeilen! Und Sanji sich nicht immer an ihr aufgeilen! Er hat voll runtergekickt! So, Nami hat den Hintereingang zum Eisberganwesen erreicht. So, Nami hat die Tore zum Hintereingang aufgeschlossen. Mission erfolgreich. So, und brichen das Eisberganwesen ein. Kodai Heiki Pluton no Sekkeizu.
そのありか。多くの犠牲が出る前にお話しください、アイスバーグさん。な、お前ら、政府の人間だったのか。そう。我々はサイファーポールナンバーナイン。潜伏など造作もない任務。しかし、この件に費やす時間も制限時間を迎えました。話を続けましょう。設計図のありかについて、実は我々には一つの仮説があります。思慮深いあなたは、自分が殺される可能性を考えて、設計図が所有者を失わないよう、誰かに託した可能性が高い。ここで興味深い事実がある。かつてこの島には、トムという名の伝説の船大工がいて、弟子を二人取っていた。兄弟子はあなたで、弟弟子はカティ・フラムという男だ。しかし、その男はすでに事故で死んでいるはずだった。だが弟弟子は生きていた。フランキーと名を変えて、設計図を託した相手が唯一の弟弟子なら、我々も納得できる。あくまで仮説だったが、あなたのその反応がそれを的中だと告げた。うりゃあ、ロビン、やっと見つけたぞ。私は先に行ってるわ。おい待て、行くなよロビン。吠えやしない、諦めろ。この屋敷は海賊の手により消失する。お前たちも逃げた方がいい。逃げられればな。見てろクソども。ニコロビンとは二度と会うことはない。我々ももう一人の重要人物を探さねば。お前ら何なんだよ。我々は世界政府直属の暗躍機関、サイファーポールナンバーナイン。非協力的な市民への殺しを許可されている。全力で瞬時に肩をつけてやる。こいつら早え。空まで飛べんのか。なんでこんなに体が硬えんだ。鍛え上げた我らの肉体は鉄の広角にまで高度を高められる。ラブラブル目的ゴムゴムの雷警報発令よ。サンダーボルト発見。気が済んだか。そこそこの力はあるようだが、所詮我々の敵ではない。我々 CP9 は物心ついた時より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。そして得た力が6つの超人的大義、6式。あまり調子に乗らんことだ。世界政府の重要任務を任される我々と、たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差はこんなものではない。せっかくだ、最後に面白いものを見せようか。猫猫の実モデルレオパルド。小人間か。違う。島の外まで飛べ。
Hoho. Leute, das war ein mega heftiges Ende für Water 7, aber wieder mal eine Rang S-Bewertung. Da bin ich richtig happy drüber. Und das heißt, im nächsten Part spitzt sich die Lage noch mehr zu, aber das wisst ihr bestimmt eh alle. So, Level 23 für Sanji. Und immerhin 55% der Legende. So, Fähigkeitenposter von Bruno erhalten. Geile Sache, 939.700 Berry, naja, weil ich halt wieder einen Bonus für den Rang S bekomme, 380.000 extra ist echt nicht schlecht, also jetzt haben wir richtig viel Geld, über 3,2 Millionen, aber das werde ich mir gut aufheben, wenn ich wieder Kämpfer leveln möchte. So, ein neuer Gegenstand ist wieder in der Galerie verfügbar und auch im Berry Shop. Ja, und im nächsten Part heißt es dann die Piraten versus die CP9. Aber das natürlich dann wieder im nächsten spannenden Part von One Piece Pirate Warriors Teil 3. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!